Heute ranke ich mit euch die 10 Liveries der jeweiligen Teams. Ich bin sehr gespannt, ob ihr genauso entscheiden würdet. Wir wissen ja, es ist immer Geschmackssache. Also, abonniert gern kostenlos den Channel. Und wir fangen direkt mal an. S-Tier, A, B, C und Bin. Also, ich bin sehr gespannt. Wir fangen natürlich, also ich möchte das mit den Launches machen, das Williams-Team. Und was soll ich euch sagen, hat mir persönlich überraschend gut gefallen, aber würde ich jetzt nicht auf S geben, auch nicht auf A. Wir geben die mal auf B. Das ist, glaube ich, okay, oder? Wie würdet ihr entscheiden? Die Williams-Livery hat mir schon sehr gut gefallen. Ich würde dem, ja, ne, was geben wir denen? So in der Skala eine 6 von 10, würde ich mal sagen. Schaut doch gerne Social Media vorbei, aber das kennt ihr eh schon. Der zweite Launch war dann das Kickstarter Fans Team. Und persönlich hat das viel Hate abbekommen. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, warum. Denn ich muss sagen, mir gefällt die Livery überragend gut. Ob es tatsächlich für S reichen wird, da bin ich mir nicht ganz sicher. Wir geben sie mal auf A, weil S, ja, da musste ich das schon sagen, so wow, und da kenne ich, by the way, eigentlich nur eine Livery, die, oder zwei vielleicht, die mir da wirklich überragend gefallen haben. Der, eigentlich war ja der erste Launch das Haas-Team, das habe ich ganz vergessen. Ja, das ist auf ganz unten ganz klar, ich mag Haas, das Design gar nicht. Man hat die weißen Elemente schwarz gemacht, die schwarzen weiß, und all in all ist das Auto eigentlich wieder eine Kopie vom Vorjahr. Es gefällt mir absolut gar nicht, und deswegen, ja, würde ich mal sagen, wir lassen das auch hier so sein. Also bereits das erste Rennen. Deswegen werden wir auch diese Woche Predictions und so weiter durchführen. Denn es wird losgehen wieder, Leute. Der Hype ist real. Ende Februar geht die Formel 1 schon los. Ich bin wirklich mega hyped. Und ja, dann kam ja der Tag der Tage. Wer war dann das nächste? Das Alpine-Team. Leute, es tut mir leid, aber ich kann dieses Auto nicht ernst nehmen. Viele sagten, wow, viele schwarze Elemente und so. Aber ich sag so, ew, das Auto ist ekelhaft hässlich. Es gefällt mir absolut nicht. Und wenn ich könnte, würde ich dem eine 1 von 10 geben. Ist es wirklich so hässlich wie der Haas? Und vor allem, ich muss es, glaube ich, hinter Haas noch geben. Es tut mir extrem leid, aber mir gefällt dieses Auto persönlich noch. Oder wir geben es, ja, vorne hin. Vorhaar. Nein, so. Nein, so gehört's, oder? Ja, so. Mir persönlich gefällt das Auto absolut gar nicht. Und deswegen muss es leider auf den Platz, auf den letzten Platz. Und ich glaube auch kaum, wenn ich mir die unteren Autos angucke, dass es da ein anderes Auto geben wird. Dann kam das Visa Cash App RB-Team. Und was soll ich sagen? Nach diesen echt wuchtigen schwarzen und Standard-Designs kam wirklich ein Auto, das zwar mit viel Brands da war, aber dann endlich mal mit Wow-Moment. Und so ist es dann meiner Meinung nach auch. Es ist ein Wow-Design, das mich überrascht hat und wirklich überragenderweise mich überrascht hat. Und ich muss es auf ST geben. Ich weiß nicht warum, aber es gefällt mir sehr, sehr gut. Es muss einfach da ganz nach oben hin. Ob es tatsächlich auf den ersten Platz bleibt, bin ich mir nicht ganz sicher, weil ein Team sticht mir da noch persönlich raus. Jetzt aber mal zurück zu den anderen. Dann war ja Launchwoche 1, beziehungsweise ja, mit den Haas 1 vorbei, und am Montag kam dann erst Martin, und was soll ich sagen, Bombe. Man hat zwar kaum was geändert, nur ein paar Neon-Akzente, viel Schwarz dazugegeben. Macht das aus. Never change a winning team. Und das Design hat mir schon Standard gefallen. Man hat aber noch ein bisschen was geändert. B oder A? Wir geben es mal auf A, und ich finde es auch besser wie, wie den Sauber. Deswegen bleibt er auch auf A. Dann kommen wir zu den Top 4 Teams. Die haben sich ja alle so ein bisschen gern gehabt. Dann kam Ferrari dran. Was soll ich sagen? Ich bin kein Fan dieser gelb-weißen Streifen. Bin auch kein Fan des übereifrigen einen roten Strichs und auch am Hexboiler einen roten Strich. Und ja, habe überlegt, B oder C. Wir werden die auf C packen. Nicht nur, weil ich da noch nichts habe, sondern weil ich auch gar kein Fan bin von dieser jedes Jahr die gleiche Livery. Und nur wegen dem Sponsor, glaube ich, hat man auch diese gelb-weißen Striche Shell. Oder ist es dieses Play oder so? Keine Ahnung. Wie gesagt, es gefällt mir absolut gar nicht, und deswegen kommt es da auch auf C. Es ist zwar ein cooles Design, natürlich sind wir irgendwie alle Red Bull, Ferrari-Fans, aber ja, es haut mich nicht aus den Socken, wirklich nicht. Dann kam der Valentinstag, auch erst vor ein paar Tagen. McLaren, wussten wir ja schon, wie es aussehen wird, und wenn ich die Livery beschreiben muss,
würde ich mal sagen, Standard. Also geben wir das auch ins Mittelfeld hinter dem Williams. Ja, nichts Besonderes. Man hat das Blau jetzt rausgenommen. Jetzt ist man nur mehr so schwarz-orange, also schwarz-Papaya unterwegs. Ist okay. Nichts Großes, nichts Kleines. Und dann haben wir die Top 2 der Konstrukteurs-WM, waren dann auch zum Schluss dran mit Mercedes. Und die haben sich da wirklich eine unheimlich geniale Lackierung ausgedacht. Denn man hat ja vorne das Silberne, hinten das Schwarze. Und das ist dann wirklich meiner Meinung nach top gelungen. Und man muss es ehrlich gesagt echt sagen, es ist meiner Meinung nach die schönste Livery, auch wenn ich da teilweise natürlich den Visa Cash App ein bisschen wehtun werde, aber es ist einfach die beste Livery überhaupt, denn man hat sich was ausgedacht, auch wenn das teilweise auch in anderen Sportserien gefahren wird, diese Silberpfeil-Philosophie mit dem Schwarzen gemischt. Jetzt hoffe ich nur noch, dass das Auto auch nächste Season was hinbringen kann, dann könnte das gut werden. Der Red Bull war ja dann am Donnerstag dran und ja, man hat 1:1 Delivery kopiert. Ich gebe sie zu den Ferraris unten hin, denn es hat mir persönlich nicht ganz gefallen und ja, wenn ich mir das jetzt so angucke, war ich ziemlich ausgeglichen, wobei ausgeglichen ehrlich gesagt nichts stimmt, denn mir gefällt persönlich der Sauber wesentlich weniger als der, wir geben den Sauber hier runter. Und weil der Aston ist dann doch besser wie der Sauber und wir machen das dann so. Williams hat zwar auch kaum was geändert, nur meiner Meinung nach ist dann der Williams mit diesem Marineblau und so weiter doch noch ein bisschen besser als die anderen Teams. Wie würdet ihr das Ganze entscheiden? Meiner Meinung nach, ja, ich würde es so lassen. Der Alpine mit Abstand, also auf dem letzten Platz der Alpine, dann haben wir die Haas, ich glaube, das kann man nachvollziehen. Warum Red Bull und Ferrari auf C? Weil man beim Design kaum was geändert hat, wobei der Ferrari gefällt mir weniger gut. Also auf dem 7. Platz dann der Ferrari und der Red Bull. I'm sorry, aber ich bin kein großer Fan davon. Ja, der Sauber ist zwar auf dem ersten Blick ziemlich cool, aber dann doch eher eine langweilige My-Team-Lackierung. Der Haas auch, der McLaren auch ein bisschen basic. Auf dem 4. Platz dann der Williams. Weißt, es ist auch ein ähnliches Design, aber wie gesagt, Marineblau mit dem normalen, auch mit diesen teilweise weißen Elementen. Ja, die Batterie oben braucht man jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber der Aston Martin ist schön, wie er ist, auch mit diesen neueren Akzenten, gefällt mir unehrlich gut. Dann der Visa Cash App, wirklich, wie gesagt, habe ich auch schon vorhin gesagt, das Auto ist wirklich top und auf den ersten Platz, glaube ich, kann man auch gut nachvollziehen, denn der Mercedes hat wirklich eine einzigartige Lackierung, die kaum ein anderes Team gewagt hat. Man hat gerade bei den unteren, bei Haas, beim Alpine und auch bei dem Sauber viel Carbon-Teile, die anderen waren dann eher spendabel, aber sonst ja auch der Aston ist eigentlich teilweise viel Carbon. Aber was sagt ihr, wie würdest du das bewerten und gebt ihr mir da ein bisschen recht? Ich weiß natürlich, ist Aussehen oder beziehungsweise generell immer ein Livery Sache des Geschmacks. Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare, macht gerne das Plus weg und das Herz. Abonniert gerne kostenlos den Channel, lasst auch gerne ein Däumchen oben da. Falls euch mir die Videos gefallen, würde ich mich auch gerne freuen, dass ihr auf Social Media vorbeischaut. Instagram unten verlinkt, auch TikTok ist unten verlinkt und es geht tatsächlich in einer Woche los mit der Formel 1. Also auch natürlich hier könnt ihr gerne mitverfolgen, aber es wird natürlich auch viel auf TikTok geben. Unten ist alles verlinkt. Bis morgen oder später und ciao.